Und hier ist der Typ, der uns gerettet hat. Auf Kirito! Kampai, Leute. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ängstlich ich war. Ich war so glücklich, als du aufgetaucht bist und mich gerettet hat. Kirito, Sir, ich hoffe, es wäre keine Beleidigung, Sie zu fragen, aber in welchem Level befinden Sie sich eigentlich? Ich bin Level 20. Oh, wirklich? Das ist so in unserem Level. Und das als Solo-Spieler? Sie sind so inspirierend, Sir. Kleine Anmerkung, natürlich ist unser Kirito nicht Level 20 als Solo-Spieler. Er hat natürlich viel mehr Erfahrungen bekommen und ist, glaube, in der Folge, in dieser Episode 48 oder so gewesen. Also er war deutlich höher und hat halt gelogen, dass er halt extrem schwach ist. Keita, du musst mich nicht so höflich ansprechen. Und außerdem, und als Solo muss ich ständig gegen einzelne Monster im 1-on-1 kämpfen. Das ist nicht sehr wirklich cool oder effizient. Oh, richtig. Nun, in diesem Fall willst du vielleicht, wenn es dir gefallen würde, unserer Gilde beitreten? Unser Keulenschwinger Tetsuo ist unser einzigster Angriffsmann. So richtig vorne. Ich habe Sachi hier zum Zwitschen gegeben, ein Schwert und ein Schild. So könnte sie an vorderster Front kämpfen. Das Ding ist, sie kann es noch nicht so, also sie ist noch nicht sicher damit. Vielleicht kannst du ihr das ein oder andere beibringen. Ach komm schon, behandle mich nicht so, als wäre ich komplett nutzlos. Wirklich, du kannst mich nicht an die Front schicken und dann erwarten, dass ich weiß, was ich zu tun habe. Ich bin einfach schrecklich. Das war natürlich nur ein Scherz. Wir kennen uns aus dem Real Life hier alle. Wir gehen alle auf die gleiche Schule. Aber mach dir keine Sorgen, du wirst dich schnell bei uns einleben. Was sagst du? Nun, ich fühle mich geschmeichelt und würde mich gerne euch anschließen. Ich werde es machen. Und so gehört Kirito den Black Cats an. Oder Moonlight Black Cats. Frag mich jetzt nicht, wie die deutsche Aussprache von denen. Irgendwie ist die Mondlichtschwarzen Katzen irgendwie so. Ja, du hast jetzt mehr Equipment. Oh. Achso, ich kann die jetzt. Oh, hä? Was? We need the new equipment. I want to back up. Was? Hä? Also ich habe jetzt schon 25. Hey Kirito, I have got a good deal for you. And the first on free, but you better be back. Okay, was? Ich kann meine Waffen auch verstecken? Verstecken, genau, ich kann meine Waffen verstecken. Nein, ich kann meine Waffen anscheinend verstärken. Keine Ahnung wie, keine Ahnung warum. Und dann kriegst du erstmal einen Bogen in dem Gesicht. I found a strong weapon. I can't forget the equipment. Ernsthaft, ich habe wirklich einen fucking Bogen bekommen? Natürlich, den kann ich super gebrauchen. Hust, 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 hust. Also anscheinend kann ich hier irgendwelche... Guck mal, das ist Philia! Nee, das ist Shinon. Hä? Das ist doch nicht Shinon. Oh, guck mal, das ist sogar Shinon hier in ihrer anderen Form. Aber ist das Philia, der rumrennt? Ich meine, das eine
Hier, guckt euch das an. Ist das Filia? Also hier die Schwarze mit dem Bogen. Ist es Filia? Weil wer soll das sonst denn? Oder kann man hier seinen Charakter customizen? Ich meine, die anderen sind Argo. Und warum haben die solche komischen Cheerleader-Outfits an? Ich weiß es nicht. Ich möchte es im Grunde eigentlich auch nicht herausfinden. Ich würde sagen, wir zocken einfach mal wieder. Finden heraus, was es hier noch so gibt. Wie zum Beispiel die zweite Quest. Floor 20. Azul, the Forest Run. Ah, natürlich können wir uns hier wieder Supporter hinzufügen. Mhm. Lisbeth hat jemand. Ich hasse dich auch. Ich habe nur die Arschis. Nee, die. Oh, cool. Der ist doch aus Lost Song. Wie heißt das? Sumari. Genau, Sumari. Der ist doch aus Lost Song. Weißt du, die anderen, die kriegen ja so die übelsten Epic Characters und ich krieg so einen Schmarrn. Also, ey, ganz ehrlich. Ich mach ohne Supporter. I go to solo. Obwohl ich eigentlich Lisbeth gerne mit in der Party hätte, aber ich denke mir jetzt auch nö. Weil teilweise sind die auch ziemlich OP und man sollte die eigentlich auch nur verwenden, wenn man wirklich große Probleme hat in einem Level. Rignas. Stimmt, den Kirito haben wir jetzt nicht. Wir haben ja immer noch den einfachen Lappen Kirito aus der allerersten Folge. Aber nur gut. Some enemies are Rikens, Centurion, Vibe of Tappen, Rappen types. Okay, viele Monster haben anscheinend also auch bestimmte Schwächen auf anderen Waffen. Ah, da haben sie eine Schwäche. Also das ist sozusagen halt die Schwachstelle. Los. Los, greif an. Okay, das scheint nicht beim Wolf die Schwäche zu sein. Die Keule, aber. Oh Gott, das resistet das sogar. Das ist nicht cool. Oh ja, one hit. Aber vielleicht gibt es halt einfach auch Monster, die halt alles resisten. Aber dafür halt eine schwache Defense Base haben. Aber vielleicht können wir auch mit dem Rapier ein bisschen gut agieren. Ist natürlich echt doof, dass wir wirklich so viel Pech haben. Und ganz ehrlich, die Characters, die wir aktuell haben, die werde ich natürlich nicht verwenden. Und Attack! Oh, schön gecrittet. Ja, läuft doch gut. Ja, ja, very nice. Sehe ich auch erstmal. Wir haben es geschafft. Ich finde es echt cool vom Spiel, dass wir am Anfang noch so einen coolen Charakter bekommen haben. Ich glaube, sonst wären wir ziemlich am Arsch. Mai 2023, Ebene 20 im Surgeon Forest. Ja! Sachi! Ah! Sachi, geh zurück, ich mach das! Richtig. Ja! Sachi! Tetsu! Switch! Nice. Alles klar, level up. Schade, dass wir die anderen nicht sehen. Sondern nur Sachi. Womit das wohl zusammenhängt. Aber eigentlich hätte ich es besser gefunden, wenn man die anderen auch noch gesehen hätte. Aber naja, man kann sich ja das nicht aussuchen, ne? Hier schöne Level-Ups hier für andere. Und wir dürfen uns wieder was aussuchen. Was nehmen wir denn heute? Okay, ich will gerade bekommen, irgendwas. Nehmen wir einfach mit dich. Auch die Schnee anschnitt. Natürlich werde ich keine Crystals kaufen. Also, vielleicht werde ich das mal irgendwann machen, dass wir uns mal ein paar Crystals kaufen. Und dann ziehen wir mal einen Charakter. Okay, Soul Forest 2. Vielleicht kriegen wir jetzt Sachi ins Team. Es gibt ja hier viele Charakter-Möglichkeiten. Ich frage mich auch, ob es Sachi gibt. Könnte es natürlich sein, muss aber nicht. Ich frage mich, wann wir diesen Kirito hier in die Party nehmen können. Vielleicht erst, wenn wir die Alpha-Helm-Story geschafft haben. Also, oder beziehungsweise, wenn wir in der Alpha-Helm-Story direkt drin sind. Nein, wir wollen natürlich nur mit den Party-Mitgliedern kämpfen. Also dann. Läuft auch eigentlich ziemlich gut. Schreibt mal eure Meinung. Was ist eure Meinung zu Sword Art Online Memory Leafwork? Habt ihr jetzt überhaupt jemand gespielt? Oder ist eure Hände sogar noch schlechter als meins und kann das Spiel nicht mal
Spiel. Ich spiele es ja hier auf dem PC. Für die Leute, die natürlich auch wissen wollen, wie das auf dem PC geht, ich werde nicht direkt ein Tutorial machen. Solltet ihr natürlich wissen wollen, wie das funktioniert. Also ihr sagt, hey Louis, ich würde das gerne auch auf dem PC spielen, weil mein Handy so schlecht ist oder weil ich einfach keinen Bock habe, auf dem Handy zu spielen. Dann schreibt mir einfach gerne einen Kommentar und ich werde in der nächsten Zeit mal ein Tutorial machen, wie ihr das auf dem PC spielt. Aber dadurch, dass man hier natürlich mit der Maus agieren muss, ist es natürlich etwas schwieriger. Also ich würde euch immer empfehlen, kämpft schön auf dem Handy, weil da habt ihr nicht dieses dämliche Rumgeklicke. Und meine Hoffnung ist ja immer noch, dass ihr die Sounds, die ich hier mit der Maus mache, nicht hört. Aber ich habe in den ersten Aufnahmen gemerkt, hören tut ihr es nicht so stark. Das ist sehr schön. Die Front, also ich, das habe ich auch schon in Horror Fragment erklärt. Das Soul Team ist ja sozusagen die Front, die halt aus Kirito und den anderen besteht und halt Asuna und Klein. Ich habe euch aber schon in Horror Fragment gesagt, dass ich das nicht als das Soul Team nenne, sondern als die Front halt. Weil ich meine, auch in der Serie wurde es halt im Grunde auch als die Front bezeichnet. Die Front hat schon die Ebene 28 geschafft. Das ist unglaublich. Hey Kirito, was zum Henker macht diese Front eigentlich so stark? Nun, vielleicht ihre Information? Sie finden die leichtesten Wege, XP zu farmen und sie teilen sich zusammen ihre Informationen oder so. Ja, vielleicht könntest du recht haben, aber ich denke, es ist etwas anderes. Es ist ihre Willenskraft. Ich denke, sie wollen einfach nur ihre Freunde beschützen oder die anderen Spieler ihre Probleme lösen. Ich denke, das ist das, was sie ihre Art, was sie antreibt. Ich denke mal, es ist das Gleiche, was bei uns ist. Wir versuchen uns gegenseitig zu beschützen. Aber eines Tages würde ich gerne auch so stark sein und würde gerne den Eliten hinzukommen oder hinzujoinen, um auch mit der Front zu kämpfen. Ich verstehe, das klingt nach einem guten Ziel. Ich denke, Keita ist auf einem richtigen, ich denke, dass Keita auf dem richtigen Weg ist. Die schwarzen Katzen werden stärker und könnten schnell die Frontline anschließen. Seine Ideen und Fähigkeiten könnten der Front helfen. Kirito gehört ja auch zur Front, wissen wir. Weil er halt auf diesem Level ist, um dort mitzukämpfen. So, wir haben unsere Items hier erhalten. Mark Kirito auf 48 oder 38. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Aber jedenfalls so um den Dreh halt deutlich stärker. Aber natürlich wird er immer wieder stärker. Und hey, wir können eine neue Waffe erbeuten. Ey, wirklich? Zwei Waffen? Was bekomme ich? Erz. Totally kind of serious. Ich habe eine Ankündigung zu machen. Bei unserer letzten Jagd haben wir 200.000 Koll erarbeitet. Oh! Wir könnten uns ein Haus kaufen. Das ist doch immer schon unser Traum gewesen von uns allen. Aber ich denke, wir sollten erst Sachis Equipment oder sozusagen Ausrüstung als erstes mal upgraden. Nein, mach dir über mich keine Sorgen. Ich bin okay mit dem, was ich habe. Ach komm schon, du kannst nicht ihr. Ach komm schon, das ist nicht. Du kannst nicht.
Ach komm schon, das ist nicht fair. Du kannst nicht Kirito immer die Front vorne überlassen. Es tut mir leid, Kirito. Ach, mach dir keine Sorgen darüber. Ich bin okay damit, oder? Ich bin darüber. Ich steh drüber halt. Also er hat damit halt einfach kein Problem mehr. Ich weiß, dieser Switching-Job ist für dich nicht einfach, aber wirklich. Du musst besser werden. Du kannst das, ich weiß das. Wenn du das so sagst. I have found a call of and items. I should ask Blacksmith and the Blacksmith NPC to upgrade my equipment. Okay. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, unser Call und unsere Items einzusetzen und abzugraden. Ich finde es aber unfair. Warum ist hier so ein komischer Random-Typ? Ich möchte, dass da Lisbeth steht. Ich möchte nicht von so einem komischen, hässlichen Random-Typ abgegradet werden. Ich möchte von Lisbeth abgegradet werden. That is so not cool. Lol. Ich kann selbst die Schürze davon Asuna upgraden. Alles klar, ich hinterfrage das einfach nicht. Ja, was braucht man eigentlich dafür? Steht da so ein Willen? Material, no items in need. Call, steht nicht da. Hä? Was willst du, Spiel? Level 10. Alles klar. Komm ich jetzt. Sieht das Schwert jetzt anders aus? Oder sieht's. Nee, es sieht einfach gleich aus. Alles klar. Es ist halt einfach nur stärker. Wow, mein Weapon ist stronger. Also, meine Waffe ist stärker geworden. Once you upgrade equipment to the max, it can be evolved. Also wenn unsere Ausrüstung auf dem Maximum ist, können wir es sozusagen verwandeln. You need a copy of the item to do it. I should come back when I have copies. Das heißt, wenn wir eine Kopie davon haben, können wir es halt sozusagen vereinen. Und wir haben natürlich auch keine Kopie von irgendeiner Waffe und wir sollten halt erst später zurückkommen, wenn wir mehr Kopien haben. Oder eine Kopie davon haben, dann können wir es halt sozusagen verwandeln und wir kriegen halt ein anderes, besseres, stärkeres Schwert. Um das mal so zu sagen. Ich weiß immer noch nicht, was dieser Rank da oben zu bedeuten hat. Ist mir auch egal. Ich bekomme 4 neue. Jetzt haben wir noch mehr. Das heißt, in der nächsten Aufnahme-Session könnten wir dann wieder. Oder. Nee, wir machen das, wenn die nächste Quest vorbei ist. Ich denke mal, es wäre dämlich, wenn wir halt sofort unsere Teile rausballern. Auch wenn unsere Party. Ja, ich sag mal so, unsere Party geht ja im Grunde halt aktuell mit Yugi. Hä? Okay, das ist wirklich schon 3-4? Okay. Achso, Wolfplanes. Ach ja, stimmt, das erstmal. Supporter can use in the class. Okay, wir können keine Supporter reinnehmen. Na dann. Defeat the Boss. Wir sollen also einen Boss besiegen. Wisst ihr ja, dass ich immer für euch übersetze. Also für die Leute, die gerade reinschalten, ich übersetze immer für euch. Damit auch die Leute das Spiel verstehen, die keine Ahnung haben. Von Englisch. Das ist klein. Ja! Jo. Hey, was geht ab, Kirito? Dieser Müllmob hier lasse ich euch, Leute. Alles klar. Hey, es ist schon eine Weile her, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Was machst du hier draußen in der Nacht? Leveln oder irgendwas? Was ist dieses Icon? Halt mal! Bist du etwa in einer Gilde? Ja, ich glaube, man könnte sowas sagen. Es ist alles geschafft. Wir können uns nach vorne bewegen. Oder wir können weiter. Ciao. Ja.
komm schon. Ist der immer noch im Depri wegen dieser Sache? Oh, ja, hi. Hi. Kassiro. Wow. Ja, so war das eigentlich. Nicht gemeint, aber nun gut. Lass mal das einfach mal so stehen. Also, wir sollen natürlich hier ein bisschen draußen leveln. Das hat der Kirito damals gemacht, um halt stärker zu werden für die schwarzen Katzen, um sie zu beschützen, falls Gefahr besteht. Ich finde es auch ganz süß, wie Kirito immer Asuna bestärkt und wenn Kirito kämpft, immer Asuna Kirito bestärkt. Finde ich irgendwie knuffig. Wolf-Leader oder Blood-Wolf-Leader, whatever. Los! Oh, verdammt, ich habe nicht mehr so viel. Ah, ich muss wechseln. Twitchy. Genau, und jetzt ist schön auf dem Boss. Ja, nein. Ah, er ist nicht tot. Los, Asuna, schaffst du. Schön draufkloppen und down. Der Wolf hatte einfach gar keine Chance gegen unsere Asuna. Auch wenn sie nicht das passende Outfit hatte. Egal, das ist egal. Asuna hat es geschafft. Asuna ist unsere Stärkste. Asuna ist all time of the best. Und den Rest, den wir aktuell in unserer Party haben, ist sowieso Dreck. Also ich meinte jetzt die auf der Reservebank, ne? Also Kirito und Yuki sind ja schon nicht schlecht. XP-Bonus. Level 13, 13 und 12. Oh, wir können wieder so einen komischen Schlüssel bekommen. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was für der gut ist. Und Yuki bekommen den Dreckschlüssel. Ja, hallo. Hallo, Level 10 Attribute. Ich habe immer noch keine Ahnung, für was du gut bist. Aber hey, whatever. Okay, ich würde sagen, eine Quest machen wir noch. Und dann beende ich diese Aufnahme-Session. Dann haben wir wieder ein bisschen